Und Chance ist auf zwei. Der erste ging aus Südbotschaner Sicht in die falsche Richtung, nämlich an den Gast aus Jülich, die Nummer 1 der Jülicher. Robin Groß. Sein Bruder spielt am Nebentisch das zweite Spitzeneinzel gegen Alex Fleming. Er hat lange geführt den ersten Satz und dann doch verloren. Hier also umgekehrte Vorzeichen. Gürtel für Dedo. Hat jetzt deutlich geführt, aber zwei oder drei Bälle hintereinander versammelt. Ähnlich wie den gerade, der sicher nicht einfach ist, viel unterschnell drücken als kommen, kann man sich schon mal verschätzen. Aber er kann den auch. Wäre fast schon Zeitpunkt für eine Auszeit. 0-1 hinten. Dann 4, vielleicht sogar 5 Punkte vorne im zweiten. Und plötzlich steht es nur noch 8-7. Und genau wie es euer Kumpel von der Astro Show voraussagt, macht man das, was die Hildburgsteiner nicht immer zwingend glücklich machen, nämlich Auszeit. Einer der beiden Frohbacher-Brüder, die, ich glaube, es war in den 80er Jahren in der Bundesliga durchaus für Furore sorgten, nicht als Coaches, sondern als aktive Spieler, coacht die Jülicher. Einen der ganz großen Traditionsvereine. Da werfen wir noch mal schnell einen Platz. Eine schöne Fleming-Rückhand, wie man sie kennt. Aber glaubensgewusst. Mit tollen Reflex. 7-8. Und wieder eine sicherlich nicht einfache Rückhand. Aber er kann die eigentlich. Also gerade läuft es bei ihm. Bei dem hohen Risiko, dass er spielt, sind immer mal so Serien dabei. Die alle auf den Tisch geht und Serien sind gar nicht auf den Tisch geht. Jetzt hat er erstmal für seine Verhältnisse etwas vorsichtiger angehen lassen und statt der Granate einen gefühlvollen Spin eingesetzt. Führt er gelegentlich auf zum Ziel. Vor allen Dingen psychologisch immer wichtig, dass man nach einer Auszeit den ersten Punkt macht. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Und da hat er noch einen guten Aufschlag und kann dann damit die These untermauern, wie wichtig Auszeiten zum richtigen Moment sind. Vielleicht nicht unbedingt immer, um selber wieder besser zu spielen, sondern um den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Und hier ist mir beides gelungen. Gegner völlig aus dem Rhythmus, vorher 4-5 Punkte in Serie nach dem Timeout. Keinen mehr. Es steht 1-1. Umsetzen. Ja. 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 Ja.
ist es gleich wieder eine Traumrallye zwischen den amtierenden Clickball World Champion, dem amtierenden Hardband World Champion. Und mit 36 Jahren auch in der zweiten Bundesliga noch richtig gut unterwegs. Ich schätze mal in Deutschland noch, ja, Top 20 können wir nicht sein. Vielleicht auch nur Top 25, aber wenn man überlegt, dass er vermutlich sein Trainingsschwerpunkt eher auf die Fangsportarten liegt mittlerweile, wo richtig gutes Geld verdient werden kann. Wahnsinnsrallye, und da kann es natürlich am Ende keinen Leistungssieger geben, weil das auch total gleichen Niveau ist. Da muss wie im Tischtennis so oft das Glück entscheiden. Alles. 12, 13. Und da hat er ihn nur ein bisschen entmacht mit dieser großartigen Rallye, die dann mit seinem Glücksball endete. Da ist es dann schwierig, mental noch einmal nicht zu sagen, ich spiele so gut und habe Pech, was soll ich machen, sondern zu sagen, neuer Ball, neues Glück.